Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Echnatome zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen durchgekämpft, durch die Arena der unsichtbaren Wände. Und heute starten wir in den Arenaleiterkampf gegen, Koka. Genau. Ha. Ein Kind fordert einen Ninja-Kämpfer heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt der Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken solltest du verzweifeln. Mal sehen, Koka. Wir werden sehen, wer hier verzweifelt an welchen Attacken. Da setzt auch schon Blutzug ein. Blutzug? Hat's die Blutzucker oder was? Was für ein Name? Ich versuch's mal mit Blut. Könnte eventuell effektiv sein. Ach du Scheiße, Level 44. Da ist natürlich Blutexo Level 23. Ja, ich will nicht sagen hoffnungslos unterlegen, aber ja, zumindest nicht auf Augenhöhe, wenn ich so ausdrücken darf. Toxin. Okay, ist vergiftet. Das ist natürlich spitze für einen Pokémon-Kampf, wenn das Pokémon vergiftet ist. Ich hoffe, die Musik ist gerade laut genug. Okay, ich stelle es noch ein bisschen lauter. Okay, Blutexo besiegt. Okay, wir nehmen mal als nächstes Pikachu. Ach so, die sind alle nach Stärke sortiert fürs Training. Verstehe. Das leichteste war am obersten und das schwerste Pokémon war am untersten, damit sie trainiert werden können. Und Donnerblitz. Okay. Ich dachte schon, mein Pokémon-Team ist genauso schwach wie hier in Pokémon Weiß Edition. Das ist ja hier nicht der Fall. Mein Pokémon-Team ist einigermaßen trainiert, einigermaßen im Gegensatz zu Pokémon Weiß, wo ich in der Pokémon-Liga verzweifle am ersten Trainer von vielen. Schläft tief und fest. Na toll. Haben wir irgendwo einen Aufwecker? Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Naja, egal. Kämpfen wir trotzdem weiter. Psychokinese. Wow, da verwackelt der ganze Bildschirm. Naja, wie auch immer. Er hat's versucht. Georg. Ja, Georg war mal sehr effektiv mit seinen Schaufler-Attacken und Steinwurf und Steinattacken generell. Versuch's mal mit Schaufler. Schlafpuder, natürlich, Schlafpuder. Schläft natürlich tief und fest. Ja gut. Schaufler kann nichts bringen, wenn Georg schläft. Ja, dann bräuchte man mal einen Aufwecker, würde ich sagen. Was soll's? Ich habe noch ein paar andere Pokémon. Ja, ein paar ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht schafft's ein anderes. Tauboga, komm schon. Okay. Level 28. Vielleicht bringt's Fliegen ein bisschen. Ich hatte erwartet, dass es das stärkste Pokémon ist. Okay. Hilft zumindest, das gegnerische Pokémon zu besiegen. Was noch drei Pokémon? Oha, oha. Ein Blutzug. Was noch eins von der Sorte? Setz mal wieder Fliegen ein. Wofür hier noch was geschieht? Was passiert? Oha. Tauboga ist verwirrt. Oha. Fliegt empor. Psystrahl. Geht's daneben. Ist verwirrt. Okay. Solange es sich nicht selbst verletzt, was es vermutlich machen wird. Oh, Fliegen ist effektiv. Weiter einsetzen. Schluckfee, das ist gut. Ist nicht mehr verwirrt. Auch gut. Fliegen. Komm, mach's alle. Nein. Nein, Psystrahl verwirrt das Pokémon wieder. Nein. Und zieht dem KP ab. Oha. Fliegen. Los, flieg. Los, flieg, Tauboga. Was machst du denn? Ach, Mist. Schmetbo, du vielleicht?
Schlafpuder, geht das auch dort? Hat keine Wirkung. Dachte ich mir schon fast. Konfusion. Komm, mach es alle. Bring es zu Ende. Nice. Da waren es nur noch zwei. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Ja. Kacke. Ich würde mal sagen, Kacke. Aus Prinzip heraus. Weil das mein letztes Pokémon ist. Und ich vermute, dass das nichts wird hier. Giftschaden, Smetbo. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Könnt ihr verstehen, warum? Genau darum. Genau deshalb. Genau aus diesem Grund. Ja. Habe ich gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich ging davon aus, dass wir diesen Kampf schaffen. Alle Pokémon von Zweigi wurden besiegt. Nahspitze. Okay. Pokémon Team aufgeladen. Versuchen wir es nochmal. Den Weg kennen wir. Joa, da sind wir. Koga! Ein Kind fordert seinen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt der Schreckens, bevor ich dich besiege. Ja. Bevor er mich besiegt. Als meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. An den Schlaf- und Giftattacken. Okay, ja. Geben wir uns mal ein bisschen mehr Mühe, dann ist das vielleicht auch schaffbar. So, Glutexo. Der kann scheinbar etwas anrichten. Nicht alles, aber etwas. Nicht nichts. Okay, das ging plötzlich, das kam plötzlich, das ging schnell. Verbuchselt hier. Die Wegstaben verbuchselt. Nein, die Wörter verschwendet. Ich versuch's mal mit Konfusion. Ich soll es eigentlich mit Tauboga machen, aber. Okay, mit Tauboga machen, das klingt jetzt ein bisschen schlimm. Ja, was denkt denn ihr hier immer so? Was ist? Ihr seid echt versaut, Leute. Mann. Das gibt's echt nicht. Was ich für Zuschauer hab hier. Ich glaub's nicht. So, dann mal hier Konfusion einsetzen. Jo, Blutzug Nummer 1 besiegt. Der hat scheinbar nur noch Blutzugs, wie es ausschaut. Blutzug. Was für eine Überraschung. Er setzt einen Blutzug ein. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, Schreck. Ich habe ganz zufällig einen Hypertank mit dabei. Das ist praktisch. So, halt ein bisschen aus, Schmetbo. Du kriegst das hin. Konfusion, wie wär's denn damit? Mit dieser Attacke. Okay, bringt zumindest nichts. Hilfe. Superschall. Ist verwirrt. Naja. Viel Hypertrink haben wir mit dabei. Okay. Weiß nicht, ob das so gut ist, ob wir nicht eigentlich mehr bräuchten. Ja. Aber irgendwie werden wir das wohl schaffen. Irgendwie und irgendwann. Irgendwann klappt's. Wenn auch erst beim 10. Versuch. Verletzt sich natürlich selbst. Ja, sind wir hier bei sonst was. Nicht einfach selbst verletzen. Ich glaub's nicht. Was für eine Schweinerei hier. Schlug fehl. Okay, das ist gut, wenn Toxin mal fehlschlägt. Da freue ich mich sehr drüber. Volltreffer. Nice. Da freue ich mich noch mehr drüber. Psystrahl. Da freue ich mich nicht so drüber. Das finde ich nicht so brennend. Schön. Nicht so schön. Und brennend interessant. Fliegen. So, Blutzug Nummer 2 besiegt. Ich kriege hier langsam Blutzucker. Noch ein Blutzug. Was willst denn jemand deinen ganzen Blutzugs? X-Angriff. Blutzug. Ja, Blutzug und Blutzucker ist lustig, weil, ja, ihr wisst, klingt so ähnlich.
So, ja, meine Witze sind auch immer sehr interessant. Sind von einer ganz speziellen Sorte. Beleber habe ich nicht zufällig dabei. Nicht? Okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Los, vergrab dich, Schaufler. In den Schlafpuder. Verdammt! Das ist natürlich kacke, wenn man hier keinen Aufwecker gekauft hat und jetzt hier quasi ohne Aufwecker. Hier ein Beleber, das ist gut, haben wir. Haben wir doch einen Beleber. Blutzug, Psychokinese. Ich glaube, er hält einen Angriff aus. Dann kann er gleich noch einen Trank einsetzen. Okay, ich habe mich wohl geirrt. Er hält nicht noch einen Kampf aus. Schluck. Ich muss wohl noch einen Kampf aushalten. Item. Hypertrank. Ja, haben wir noch einen. Haben wir noch drei. Muss reichen. Blutzug setzt Schlafpuder ein. Schläft. Ah, dieses Schlafpuder. Darf. Was soll denn damit? Was soll denn das? Tauboga. Hoffentlich wird der nicht eingeschläfert. Der oder die. Ich weiß nicht, welches Geschlecht das ist. Ist nicht ganz klar. Nein, halt aus! Was zum? Komm, fliegen! Komm, flieg! Flieg davon! Hau ab! Ach du Schande! Wozu habe ich eigentlich den Leber eingesetzt? Wozu? Wozu, Tauboga? Wozu die Mühe? Ich mach's nochmal, aber nur wenn du dann auch kämpfst, wäre dir dafür sehr dankbar, Tauboga, wenn du mal kämpfen würdest in einem Arena-Leiter-Kampf und dich nicht sofort gleich besiegen lassen würdest. Ja, machst du das so? Dann kriegst du von mir aus auch noch den vorletzten Hypertrank. Ja, schön. Wir haben Ruckzuck-Keep eingesetzt. Ich hätte ja auch Donnerblitz einsetzen können, aber nein. Wieso denn? Wäre nicht effektiv genug gewesen. Risikodeckel hat ihn besiegt. War es nicht so, dass Risikodeckel auch was macht? Ja. Das zieht doch ein bisschen was vom Dingens ab. Fliegen, los, flieg! Doch ziehen! Arrgh. Los, komm! Bist vergiftet, ja, was soll's? Gift schadet halt ein bisschen. Risikodeckel geht daneben. Da bin ich sehr dankbar für. Risikodeckel ist eine Attacke, die wir nicht unterschätzen sollten. Blutzug wurde besiegt. Ein paar EP-Punkte. Erreicht Level 29. Knogga setzt Omot in den Kampf. Oh, ein neues Pokémon. Was zum... Eine Überraschung. Level 50. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Level 50. Flug. Okay, Tauboga wird vergiftet. Das ist natürlich weniger schön. Können wir das trotzdem überstehen? Irgendwie, das, da wäre ich sehr dankbar für. Flug-Pokémon, na toll. Gift schadet. Wenn wir jetzt nicht angegriffen würden, Psychokinese, ja. Aua. Ah, nein. Ach, Mist. Wir sind schon weitergekommen, aber geschafft haben wir es noch nicht. Alle Pokémon wurden von Zwergi besiegt. Alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Nicht alle Pokémon. Ich habe meinen eigenen Team-Pokémon besiegt. Das wäre doch ziemlich kacke. Zwergi fällt in Ohnmacht. Oft ich hier in Ohnmacht falle. Das ist, kann gar nicht gesund sein für den Körper hier, so oft in Ohnmacht zu fallen. Hier wird man direkt mal zu einem Pokémon-Laden rasen und mal gucken, ob ich da ein paar Tränke besorgen kann. Die habe ich jetzt einen verbraucht. Für zwei Beleber und zwei Tränke hat es noch, Hypertränke hat es noch gereicht. Ein bisschen Kleingeld. Hat jemand ein bisschen Kleingeld?
Ein bisschen Kleingeld, eine kleine Spende für einen armen Trainer? Nein, nicht. Ach Mann, sind Sie ignorant, einfach sich abwenden hier. Ah. Und für einen armen Trainer, der sich kein Trinken leisten kann. Naja, was soll's. Mal. Versuch Nummer 3 ist. Ja, du sagst immer wieder dieselbe Dünnschiss. Denselben Dünnschiss, den du bereits schon gesagt hast. Ja, verzweifle an deinen Gift-Pokémon. Wir wissen's. Koga möchte kämpfen, ich nicht. Blutzuck. Ich kann diese Blutzucks nicht mehr sehen. Blutzuck, 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 Blutzucks. Ja. Hast keine anderen Pokémon oder was? Blutzuck. Was soll man mit diesem Pokémon machen? Ich ernst. Bring doch absolut gar nichts, dieses Pokémon. Ich würde ja fast sagen, es wäre schwach, es ist ja auch irgendwie schwach, aber. Hä? Ja. Ich hole irgendwie auf Level 44, ist schon stark. Aber doch irgendwie langweilig. So verliebt es, ich kann zurück. Noch mal angreifen, wollte ich gerade sagen, aber. Na, da ich mich wieder mal Idiot. Ich versuch's mit Pikachu. Den Donnerschock, das erste Pokémon mal zu besiegen. Mit dem anderen Pokémon, das wäre gut. Jetzt auch das zweite. Okay, das geht schon mal nicht. Den Donnerblitz. Schubnese, okay, das hat sich gleich. Pikachu einfach ein Game Over. Pikachu K.O. Ja. Versuch's einmal mit Tauburger. Einmal fliegen wir bitte. Tauburger fliegt empor. Wir müssen einsetzen. Okay, er hätte jetzt doch einsetzen dürfen. Ist nicht effektiv, was? Ging es nicht effektiv? Dann will ich aber was ich. Will ich aber was Neues. Ja, ich weiß, kämpft bereits. Hat uns das bedeutet. Flieg, Tauburger, flieg! Und fliege den Kampf, fliege den Kampf. Fliegen. Das ist gut. Scheint ein Volltreffer gewesen zu sein. Ganz war er nicht, aber das war ein Volltreffer. Vergiftet. Finde ich auch scheiße. Finde ich ehrlich. Vergiftung. Als ob der Schaden durch den Kampf nicht schon gut genug wäre. Nein, was besiegt? Noch einmal. Noch einmal einholen. Tauburger, komm. Streng dich an. Super Schall. Okay, das ist jetzt erträglich. Okay, verwirrt und vergiftet. Welche ganze Staffel von. Ja, wie nennt sich das? Hab's kurz vergessen. Nicht körperlichen Dingen, sondern. Das war verwirrt, konnte ich nicht fliegen setzen. Ja, gut. Das. Der hat quasi noch ein KP. Komm schon. Komm schon, hau rein. Der hat noch wenig. Der hat so ein Stück KP noch. Ja, gut. Mit Wort hingekriegt. Ja, der hat jetzt gelesen. Ja, ich bin 27. Blutzuck, 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 Blutzuck. Meine Nachfrage, Blutzuck. Konfusion. Was willst du mit deinen Blutzucks? Auch sieben. Mein Lieblingsattacke, ihr merkt. Vergiftet. Komm, mach alles, Mippo, mach. Hau rein. Ich kann diese Wolkenwelle nicht mehr sehen. Diese hässlichen, pinken, riesigen Wolkenwelle mit Insektenaugen und Eisbrechen. Wow, ist einfach nur hässlich. Diese Kotecke geht sich auf mich selbst auch was ab. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, aushalten, 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 ach. Zehn Jahre später, alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Zwergi fällt in Ohnmacht. Selbes Problem wie in Pokémon Weiß. Pokémon Team zu schwach für den Kampf. Wir müssen also ein bisschen leveln. Weg zum Ziel. Problem erkennen, Problem sehen. Probleme beheben. Probleme kämpfen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen auf die Routen gehen und ein bisschen trainieren in harmloseren Pokémon-Kämpfen, als es ein Arena-Leiterkampf ist. Zum Beispiel mit dir hier. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du dann gewinnst. Er will zum Beispiel mit uns kämpfen. Ja, der wird wahrscheinlich noch nicht allzu starke Pokémon haben. Level 26 Jordan, das lässt sich aushalten. Da kann man schön trainieren. Und dann könnt ihr zum Beispiel den Glutexo gut dran trainieren. Da wird er einige Erfahrungspunkte kriegen. Und ja, dann werde ich ein bisschen Offscreen-Training machen. Hier noch ein bisschen im Part rein. Training machen und dann Offscreen. Auf der Fahrradroute kann man ordentlich was machen. Und dann, ja. Sind wir hoffentlich im nächsten Part bereit für den Arena-Netter-Kampf und können auch kurz den Sieg über den Arena-Netter anschneiden.
So werde ich es handeln. Ich musste nicht nur meinen ganzen Kampf zeigen. Den Kampf habt ihr heute ordentlich gesehen. Ihr müsst im nächsten Part nur sehen, dass ich gewonnen habe. Und dann geht's weiter an der Story. Jetzt erstmal noch ein bisschen Training im Part. Und dann schauen wir, was läuft. Hier nochmal Glut. Glutexo scheint das Jahr zu können. Habitak wurde besiegt. Ein bisschen EP-Punkte. Noch zwei weitere Habitak oder was? Die sind hier alle irgendwie. Ja. Ibitak. Oh, Überraschung. Sind hier alle irgendwie auf einen Pokémon-Team. Was macht denn das für einen Sinn, sich mehrere Pokémon von derselben Sorte ins Team zu packen? Das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wieso sollte ich mir zum Beispiel Angler, die sind auch komplett schwachsinnig hier, in Pokémon spielen. Nur Carpados im Team. Wieso? Man muss doch sein Team einigermaßen ausgeglichen gestalten. Also Carpador-Sammler schön, ja, hin oder her, Carpador-Sammler hin oder her, aber das ist doch auch nicht die Lösung. Du kannst doch nicht erwarten, einen Kampf zu gewinnen, wenn du nur 5 Imitags Level 30 in deinem Team hast. Da musst du dein Team noch relativ, ja, mir fehlen auch schon die Worte, relativ ausgeglichen auf die möglichen Schwächen der Fehler, der Schwächen der Gegner ausgleichen. Ja, ihr seht, mir fehlen die Worte bei diesen Sachen. Das macht doch kein Mensch, Game Freak. Das würde kein Mensch machen. Das ist absolut unmöglich. Das ist suizidär. Das ist lebensmüde. Das macht es natürlich leicht, die Leute zu besiegen und leicht zu trainieren, aber das ist in der Logik komplett verschoben hier. Stellst dich so in eine Landstraße und hast so nur 2-3 Pokémon. Du hast ja nicht mal ein neues, volles Team. Die haben ja alle nur 2-3 Pokémon insgesamt im Team. Und dann Schwache und all diese 3 Habitats. 3 von 3 Pokémon sind Habitats. Du musst echt lebensmüde sein. Was man aber auch zugunsten von den Leuten sagen muss, ist, die stehen ja auch in Umgebung von genau solchen Leuten. Es gibt ja nur Idioten in dieser Gegend. Es gäbe ja nicht mal einen, der sich hinstellen würde und sagen würde, ich habe jetzt ein gutes Team, ich habe einen Pikachu in meinem Team, ich habe einen Glutexo in meinem Team, ich habe einen Shilluk in meinem Team, ich habe einen Flug-Pokémon noch dazu. Nee, die sind alle so. Auf einer Route zum Beispiel. Da kannst du doch nicht daraus lernen. Da kannst du doch als Trainer... Es ist doch richtig, dass du da stehst und dir denkst, ja, ist alles koscher hier, was ich mache. Da kannst du doch gar nicht auf andere Ideen kommen. Nur mal kurz einen Schluck Kaffee aus meinem Pott hier genommen. Ja. In Game Freak Logik. Nicht die beste, das wissen wir von lang. Ja, was soll man dazu sagen? Silberblick. Okay, Silberblick wird dir nicht sehr viel helfen. Okay, die haben wir gleich. Der hat nur 2, wahrscheinlich 2 Habitats. Haben wir gerade drüber gesprochen. So, noch einmal Glut. Lässt sich auch besiegen, setzt auch sowas wie Silberblick ein. Das ist auch mal schön, wenn Trainer einfach Silberblick einsetzen. Aber was mich irritiert, die sind ja immer noch so saublöd, wenn man nochmal vorbeikommt. Also, die müssten ja gesehen haben, also wenn ich durch eine Route gehe und ein paar Leute besiege,
mit meinen Pokémon hier, mit meinen trainierten, halbwegs trainierten Pokémon, müssten die doch irgendwie daraus gelernt werden. Oh, Raserei. Lil. Nicht dein Ernst. Oh, ich wollte Heuler vergessen. Ja, der hat doch Heuler, oder? Hätte ich machen können. Hätte ich angeboten. Verkackt. Was ich sagen wollte, ist, die hätten doch daraus lernen können, dass sie vorbei, die dich nicht besiegt habe, oder die Rückkämpfe. Die Rückkämpfe vor allem. Ich komme da nochmal vorbei und will nochmal kämpfen, und der hat sein Team nicht verbessert. Im Gegenteil, der hat immer noch 3 Habitats im Team und ein Ibitak. Der hat sich nicht etwa aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Städten und Feldern verschiedene Pokémon zusammengestellt. Nee, der hat bei sich so in seinem Eckchen beim Gras durch mal einen Habitat gesucht und kämpft damit. Hat das ein bisschen verstärkt und... Also auch in diesem Sinne irgendwie, ja... Lernen tun die nicht aus ihren Fehlern. Die wilden Trainer. Ich glaube, Rückkämpfe gibt es hier noch keine in der gelben Edition, aber in Pokémon Y gab es die, glaube ich, die Rückkämpfe. Da wurde man dann, glaube ich, benachrichtigt sogar, wenn jemand irgendwo in der Region Rückkämpfe machen wollte. Ich glaube, in Hardgold gab es das auch schon. Hardgold und Soul Silver. Attacke schlug Fee, Heuler schlug Fee. Ah, dann schlägt Heuler oder Fee. Das ist dann auch noch prima als Trainer, das zu sehen. Ibitak wurde besiegt. Deswegen besiegt Vogelfänger. Also sowas. Ich wurde besiegt. Was für eine Überraschung. So, jetzt haben wir hier noch einen dritten Typ. Erst einmal ein wildes Pokémon. Ein Dodu. Das kann übrigens fliegen. Wieder so ein logischer Punkt in Pokémon, wie ein Dodo fliegen kann. Erklärt mir bitte, wie dieses Teil fliegen kann. Wie kann das Teil fliegen? Wie ist das überhaupt in der Lage, sich in die Lüfte zu erheben? Hat doch nicht mehr Flügel. Aber ein Bisbark in Pokémon, die weiße Edition, kann schwimmen. Na gut, Hunde können schon irgendwie in gewisser Weise schwimmen, aber nicht über ein Meer. Da brauchst du auch einen Lapras für. Wenn du über ein Meer für schwimmen willst. Ich spring doch nicht auf meinen Hund und schwimme rüber über das Mittelmeer nach Griechenland rüber. Das ist... Wie soll denn das funktionieren? Da hole ich mir doch ein ordentliches Lapras und... Versteht ihr? Ja, jetzt hatten wir auch ein bisschen unlogische Dinge in Pokémon. In diesem Part so ein bisschen, 2 Trainer haben wir besiegt. So, ich würde mal sagen, in die Richtung gehe ich dann auch weiter ein bisschen offscreen und trainiere da ein bisschen den nächsten Part. Wie gesagt, hoffentlich Arena-reif. So, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part trotzdem irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Schreibt noch was Schönes in die Kommentare, sage ich immer gerne. So, wie euch dieser Part gefallen hat. Ob ich auch in Zukunft noch unlogisch Dinge in Pokémon erwähnen soll hier in Let's Plays. Grüße gehen raus an den Nificate. Ja, ansonsten habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und adios.